Maya war auch nur so irgendwie in AFK-Modus. Du hast Dr. Bobs Bose. Ich will schon mit Dr. Bob! Nein! Egal, der Doktor ist hinüber. Ich muss keinen Kompass finden, hör auf! Ja. Dritter Stock, nach 300 Sekunden. Warnum! Ja, wollte ja? Warnum! Du musst einen Kompass finden. Fick dich um einen Kompass. Ich finde keinen Kompass, ich mach keinen Schubladen auf. Ich suche doch jetzt nicht nach einem blöden Kompass, auf den ich eh nicht gucke. Ich gucke in den Spiegel. Den verstehe ich eher. Kompass ist mir zu kompliziert. So, die 307. Guck mal, da die 307. Aber hier sind nicht so viele Räume. Hallo? Würdest du? Manchmal will die Maus nicht so ganz. Ich dachte, der wäre hinter mir. Ich habe den jetzt gehört. Einbildung ist auch eine Bildung. Was? Nee, ich bin dein... Ja, da guck, ich habe meinen Kompass im Chat. Ein toller Kompass. Ich kann mich nicht beschweren. Ein 1A-Kompass. Ah, guck mal, ich habe die 307 direkt gefunden. Läuft doch. Aber ich weiß halt nicht, ob ich hier schon war. Ich guck trotzdem mal in die Schubladen. Guck, ich habe einen Schlüssel. Lagerraum. Ja, da war ich schon. Den brauche ich nicht mehr. Außer Jimmy macht den wieder zu. Das hat mir der Jeff gesagt. Ich habe einen Kompass gefunden. Hört her. Ich habe einen Kompass. Muss wahrscheinlich wieder hier hin und gucken. Im Gang. Im Gang, ja. Okay. Steht da. Ja, ich hab's zu spät gelesen. Hier im Gang? Da. I'm telling you, he's been lying about everything. Probably lying about the other stuff as well. Wouldn't lie about something like that. You sure about that? He lies about everything. Open your bloody eyes, Rose. Ridiculous. Oh, that's right. Walk off. I'm not listening, Harvey. You've just got it in for him. It's the truth. Ich will wahrscheinlich jetzt hier reingehen und Hallo sagen. Wer ist da? So. Oder muss ich das im Flur machen? Is anyone there? Ada. What's your name? Harvey. Hallo, Harvey. Oh, das ist der Geschäftsführer. I saw a man saying Jimmy had lied about the assault. Who was he? It was me. Jimmy had made accusations about the doctor. Rose believed him, but I'd heard that story somewhere before. Ich weiß nicht, ob er wirklich, dass sie ausgedacht hat, wenn es in der Zeitung stand? Ich weiß nicht. Wenn es halt nicht jetzt gerade die Bildzeitung war, das lassen wir mal ausgeschlossen. Muss ich ihn jetzt mit den Dingern auch konfrontieren? I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Ich kenne die Antwort doch schon. Jimmy. He used to keep cutouts of news stories about abusive teachers and doctors. He wasn't a normal boy. Das hatten wir auch schon geklärt, dass Jimmy nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Aber der Harvey hat den Zettel noch nicht gesehen. When you said you'd heard the story somewhere before, does that have something to do with what you said about the scrapbook? It came straight out of it. As soon as I found that scrapbook, I knew where Jimmy had got it from. It was the same, down to every detail. Gut. Wir haben eine Nummer 3. Wir sind in der 3. Können wir nochmal in den Spiegel gucken. Macht alles einfacher. Spieglein in der Hand. Wohin? Das war Jimmy. Ein Baby Jimmy. Das, denke ich, habe ich.
Ich habe ihn von vorne nicht gesehen, das ist schwierig. Im Chat steht, du musst zu 308 durch den Türspion durchgucken. Na guck da, da ist der Türspion. Das ist der Gegenüber. Wahrscheinlich ist es Gegenüber. Wieso zeigen sie das falsche Stockwerk an? Das verwirrt mich, was soll das? Jedes Mal. Ja, ich hab's gerade gedacht. Hey, was auch immer passiert. Ich glaube, gefollowed war das oder so. Nee, hä? Gefollowed macht einen anderen Ton. Gefollowed wirft was. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke. Es gibt gegenüber gar keine Tür. Ich hab's gemerkt. Dann ist entweder hier. Nee. Beim Aufzug. Oh, jetzt leckt. Was soll denn das? Boah, jetzt hätte ich beinahe vorwärts gedrückt. Oh. Ja, aber ganz knapp. Oh nee, jetzt ist ein dunkler Raum. Scheiße. Das war eben ganz knapp. Ich bin in die Arme gelaufen. Vielleicht will er auch einfach nur mal geknuddelt werden. Vielleicht braucht Jimmy einfach mal eine Umarmung. Ich glaube, abgeneigt scheint er nicht zu sein, nachdem was er da so erzählt. Ich will ihm aber nicht die Pupette lecken. Das hat er vorhin auch erwähnt, da habe ich keine Lust drauf. Nee, nicht wirklich. Schau nochmal durchs Schlüsselloch. Vielleicht muss Jimmy einfach mal ganz festgeknuddelt werden. Vielleicht hat seine Mami ihn nicht lieb gehabt oder so. Oh, ich glaube, seine Mami hat ihn ziemlich lieb gehabt. Weiß man nicht. Vielleicht weiß seine Mami auch. Oh, Jimmy! Nein! Wie hat das jetzt funktioniert? Du bist tot. Hat gar nicht funktioniert. Wenn ich nicht gucke, ist er nicht da. Wenn ich ihn nicht anschaue, ist er nicht da. Oh Mist, das funktioniert nicht. Oh, Jimmy! Ja, der hört mir zu. Immer wenn ich irgendwas Blödes sage, ist Jimmy da. Ich bin in der 117. Nee, warte. Hier lang. Oder? Ja. Aber dann habe ich wenigstens den Fahrstuhl gefunden. Ich war das ja mein Plan. Wer weiß. Ja, was ein Shortcut. Er hat dir geholfen, war ein Shortcut. Ja, war komplett geplant. Jetzt, aber jetzt sagt er wieder, du brauchst einen Kompass. Aber das mit dem Berufen macht mehr Sinn, wenn man zu zweit ist, weil dann kann man den hin und her schicken. Mhm. Bestimmt super lustig. Aber nein, nope, ich spiele das nicht. Ich habe keine Lust auf Herzinfarkt. Wir waren im dritten Stock. Ich überlege, am dritten und zweiten. Es sind doch nur zwei Zimmer, das kann nicht so schwer sein. Außer also Jimmy direkt wird hier vorne irgendwo. Da. Ich loote mal kurz. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich hier halt schon war oder nicht. Oh, guck, ein Ring. Nee, den hatte ich schon. Da waren wir schon. Den Ring hatte ich schon. Da wollte noch jemand heiraten, den haben wir nicht gefunden. Ich will Harvey heiraten. Jimmy! I know you can hear me! Bist du da sicher? I know you made it up, your little story about that psychiatrist. I know where you got it from. I knew I'd read it before, it's in your bloody scrapbook. Come out here! Jimmy! Ich meine, ja, sobald du mich nicht an der Hauptstraße aussetzt, bin ich in meiner Stadt auch verloren. Aber es ist eine Kleinstadt, da ist nicht so viel. Solange ich die Hauptstraße finde, finde ich auch wieder nach Hause. Ich laufe halt einfach legit der Hauptstraße lang. Entweder komme ich an dem einen oder an der anderen Seite wieder raus. Oh, Jimmy ist da. Is it Harvey? Was?
mal, vielleicht muss ich mich auf den Gang stellen. Oh, Jimmy, ernsthaft? Oh, fick dich doch! Ich wollte mit Harvey reden, nicht mit dir. Das ist unhöflich. Oh, Mensch. Voll in die Falle gelaufen. Jetzt muss ich mein Grammophon wiederholen. Jimmy, seine Arschgeige. Ja. Oh, ich bin jetzt nicht mal mehr in der 200, in der 117. Ich kann nur durch Schlüssellöcher gucken. Kann man auch ins Bad durch Schlüssellöcher gucken? Glaube nicht. Das Radio nicht ausschalten. Hm. So, Jimmy. Ein Glück tust du das auch immer in dieselbe Stelle. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich hab im Menü von Game eine Anmerkung, wo steht 115 Stunden. Boah. Okay, ich habe schon wieder... Wir müssen in die... 100... 308 müssen wir nach oben. Ich muss echt mal wieder überlegen, wo wir hin müssen. Jimmys Schläge wirken sich auch auf mein Gedächtnis aus. Das war vorher schon nicht gut. Ja, dann hier. Ja. Hallo? Ah, ja. Endlich. Harvey! Lang nicht gehört, Kollege. Wie geht's dir? Was machen Sachen? Is it Harvey? Yes. I saw you shouting, telling Jimmy to admit he lied. Did he? Of course he didn't. He just laughed. Then he started setting little traps for me. Some of them not so little. Also hat er nicht gelogen. Ja, das war ja ein Zeitungsartikel. Der hat auch Dreck am Stecken gehabt. Der war nicht unschuldig. Verwortet er dir von? Eine Falle. Why was there a Wäscheleine tied around a rolling pin? I don't know. Mini-Heizung. Ich habe, glaube ich, keine Mini-Heizung gefunden. Ich habe Koffer noch. What was the coil of wire used for? Nee, ich habe keine Mini-Heizung. Jimmy used to carry it around with him. No idea why. Okay, ich muss noch eine Mini-Heizung finden. Oje. Ohne 17. Ja, do not use. Ich guck da noch mal die 218. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Ja, das war ja hier. Noch ein Kompass. Da waren zwei Kompasse drin. Oh, wieso war ich... Ich war nie gegenüber und habe nach in die Truhe geguckt. Okay, Jimmy wird jetzt wahrscheinlich nicht da sein. Musste ja eben kurz Zwangspause einlegen. Das war der Ecke hier. Is someone there? Hello? Achso, ich muss ja noch fragen, ob es Harvey ist. Oh. Yeah, it's Harvey. Why is there an old heater marked dangerous? I was getting electric shock. I kept it so the police could check it. When you said Jimmy started setting traps for you,
Does that have anything to do with what you said about the dangerous heater? Manipuliert, damit er reingreift. Jimmy was always playing with electricity. Funny how he was never the one who got shocked. Aber das mit den Zahlen hat ja nie gestimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich in den ersten Stock muss. Du schlägst dich echt gut. Ah! Ja, einen Stromschlag gekriegt. Ich finde das so weird, dass ich aus Jimmys Sicht das sehe. So, dann müsste ich ja hier jetzt. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Hier ist er so ruhig und gefasst. Hätte er damit gewartet, dass er mich anschreit. Electric shock. What happened? He knew that was my heater. He wired the casing straight to the mains. Almost killed me. He did it deliberately. But Rose wouldn't have it. I knew he needed to be taught a lesson. He damaged my property, so I decided to damage his. Ja, der hätte die doch einfach rausschmeißen können. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn bringt halt nicht so viel. Okay, mit was will er sich rächen? Mit dem Schwert. Who does the dagger belong to? Ah, neben dem Dolch. It's not a dagger, it's a letter opener. It's not supposed to be sharp. Er sollte nicht scharf sein, heißt, er ist scharf. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Rose, but she never used them. Ja, hätte sie mal benutzt, hättest du einfach mal rausgeschmissen. Der Baseball, den Baseball habe ich nicht. Okay, wir müssen in den Spiegel gucken, wo. Kann ich ihn hier nutzen, das ist zu dunkel. Nicht drehen. Okay, jetzt sind wir schon auf derselben Ebene. Nee, ist nicht auf derselben. 205 war es, nicht 105. Dann müssen wir ein Stockwerk auf. Er ist in der Nähe, oder ist das das Radio? Baseballschläger. Ich hätte ein Paddle. Aber es hat jetzt 205 angezeigt. Das ist ja, Paddle ist ja so ein... Es ist zwar auch aus Holz, aber es ist kein Baseballschläger. 205. So, hier lang. Dann ist die 5 hier hinten. Entweder die? Nee, dann ist es die. Oh lol, der ist immer noch vor deiner Tür. Der hat so gar keinen Bock. Der hat dich echt gern. Der will unbedingt bei dir bleiben. Ein Cricketschläger gefunden. Yay. Wir gehen in die 204. Dann machen wir da vielleicht ja auch noch nicht. Wir sollten vielleicht durch die Tür spüren gucken. Oder wir kriegen nochmal eins über den Deckel. Wieso darf ich die Sachen, die ich habe, nicht benutzen? Ich habe einen Brieföffner. Ich habe ein Schwert und ich habe Cricketschläger. Wieso kann ich keins von diesen gegen Jimmy nutzen? Naja, dann wäre das Spiel innerhalb von ein paar Minuten vorbei. Oh, das ist ein herrliches Bild. Gut, dass ich hier war. Das ist echt... Oh lol, Jimmy. Oder Hugo, keine Ahnung. Oh, das Bild war ja herrlich. Das ist ja ein super Bild. War ich ja noch in den denen hier? Wahrscheinlich nicht. Es gibt noch eine Pistole. Boah, eine Pistole habe ich noch nicht gefunden. Oh, ich habe eine Armbrust gefunden.
Das ist doch schon mal was, oder? Also ich würde das Ding mitnehmen, ohne Witz. Es hat kein Pfeil drin. Es ist nur die Armbrust. Dann das Schwert das andere. Da würde ich dann damit durch die Flur rennen und würde sagen so, hey, Jimmy, wer ist jetzt das Monster hier? Ja, aber ohne Pfeile bringt die Armbrust halt nicht viel. Ja, aber das Schwert ist doch sinnvoll dann. Das Schwert, ja, das habe ich schon von Anfang an. Das habe ich recht früh gefunden. Ich meine, wenn man kein Schwert nutzen kann, ist so ein Schwert halt auch unpraktisch. Vor allem, die sind scheiße schwer. Ja, ja, das war ja ein Zweihänder, glaube ich sogar. Ich sehe, was ist das für ein Schwert? Mal gucken, so mit drüber reden. Könnten Zweihänder sein, ja. Man sieht die ja. So gut. Die sind scheiße schwer. Aber Digga, der hat nur so einen fucking kleinen Holzschläger. Ich schon mal reichweitentechnisch bin ich im Vorteil. Aber mit so einem Cricket-Schläger kann jeder Depp umgehen. Wo muss ich jetzt hin? In die 100? Irgendwas. Das war eine 100er Zahl. 113? War es 113? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, 113 war. Einfach schauen. Doch, das war hier. 113. Das ist dunkel. Ja. Wie war das mit dem Stromschlag? Und da muss ich noch, ja, noch was verbinden. Stimmt. Cricket-Schläger? Achso, ich muss erstmal fragen, was habe ich hier? Die Pistole ist geladen, nice. Haben wir eine Waffe gegen Jimmy. Nicht gegen Harvey, Harvey ist schon tot, den können wir nicht mehr machen. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. What were all the crickets and baseball bats for? In case I need it. Er hätte auch sagen können für Sport. Ich habe gern Cricket gespielt. Oder für die Kinder, damit die Cricket spielen können. Er hätte so viel sagen können, aber das macht es halt verdächtig. When you said you decided to damage his property, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? I kept those bats for self-defense. I was angry. I took one and went to Jimmy's room. Die haben noch alle Tricks am Stecken miteinander. Ist keiner besser wie der andere, bis auf das kleine Mädchen. Okay, wir sind in seinem Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wessen Zimmer sein Zimmer ist. Mal in den Spiegel gucken. Oh, bis auf das kleine Mädchen haben noch alle Tricks am Stecken. Anscheinend hat Jimmy jetzt den Cricket-Schläger. Okay, 2. Und dann G. Sie nicht für Nutzung statt. Was? Aber du darfst sie nicht benutzen. Ich darf nichts von den Sachen hier benutzen. Da hinten flackert's. Da ist die richtige Richtung. Mal Randale. Hallo, der geht noch mal rein. Der war ein bisschen sauer. Ja, der war auch fix und fertig, aber er geht noch mal rein, nachdem er Randale gemacht hat. Is it Harvey? Harvey. I saw you with a bat coming out of a room. What had you done? I smashed up his television and games consoles and stuff. I was angry. But it didn't work. It just made him worse. Ah ne, wer hätte gedacht, ich mache sein Zeug kaputt und der Psychopath wird noch wütender. Wer hätte damit rechnen können? Ich weiß ja auch nicht, was dein was du dir dabei gedacht hast.
Where's the crossbow from? It was from an armory display we used to have. Jimmy was fond of it. Hast du jetzt die Armbrust genommen und noch mehr kaputt gemacht? When you said Jimmy soon retaliated, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Jimmy was fond of weapons like that. I hadn't seen him all night after I'd smashed his stuff. I should have guessed he'd been working on his next little trick. Oh, eine Falle gebaut. Um, ey, auch schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Der Hund war schon wach. Der war schon tollwütig und du hast ihn nochmal gepokt. Das war nicht so smart, Junge. Warte mal, ich guck mal in den Spiegel rein. Ich will noch die Nummer sehen, wo ich hin muss. Das dauert so lange mit diesen ganzen Gesichtern. Können die Gesichter nicht aber weglassen, wenn die Zahlen nennen? Ich kann aber in den Chat gucken, da steht die Zahl. 115. Der Marvin scheint echt das Spiel in- und auswendig zu kennen. Ja gut, bei 115 Stunden. Ja, das ist eine gewaltige Summe. Ja, auch die Reihenfolge, dass die stimmt, ich könnte mir das niemals merken. Übrigens, wir wissen, wie viele Stunden ich bei V-Void habe. Ich glaube, ich habe ein kleines Problemchen. Keine Ahnung. Über 300 Stunden. Ich hab die ganze Zeit gar nicht dafür. Wie kommen die zu der ganzen Zeit? Ist das Klacken jetzt Jimmy oder ist das was anderes? Es wird lauter. Es wird leiser. Okay. Digga, wo kamst du jetzt her? Wo hast du dich jetzt versteckt? Warst du in einem von den Räumen drin? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war er in einem Raum drin. Ja, nice. Dann ist immerhin das Grammophon in der Nähe. Hey, vielleicht können wir öfters durch Schlüssellöcher gucken. So. Die Zeit habe ich, weil ich das Spiel ein Jahr und vier Monate spiele. Ja. Das ist echt Dedication. Machst du auch so Speedruns oder so? Oder willst du Trophäen sammeln? So. Nochmal. 215 müssen wir. Ich könnte keine Speedruns machen. Hätte ich nie die Geduld dazu, mal so viel auswendig lernen. Und so viel Wissen über Spiele. Das macht mein Kopf nicht mit. Ich habe mal bei einem Spiel versucht, Speedrun zu machen, ja? Aber ich glaube, ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil das Spiel ist eigentlich nicht für einen Speedrun gemacht. Das war Final Fantasy 7. Es gibt für alles Speedruns. Was? Es gibt für alles Speedruns. Ja. Was ich momentan gern gucke, ist der Spliff. Der macht halt auch Speedruns und Challenges-Zeug halt für Poppy's Playtime und Five Nights at Freddy's und so ein Shit. Der Typ ist so lustig. Ist auch der Einzige, den ich halt gezielt verfolge. Der ist auch Moderator, glaube ich, mittlerweile oder schon eine Zeit lang für die Spiele. Aber bei Five Nights at Freddy's, da kann man doch kein Speedrun machen, es sei denn, das ist das Security Breach oder so. Doch, Security Breach macht der Speedruns. Okay, ach so, okay. Oder halt auch so Challenges, du darfst nicht springen oder irgendwelche Mods installieren, das ist super geil. Ah, okay. Das ist super lustig, muss ich mal angucken. Ist englischsprachig, aber der Typ ist halt ultra lustig. Tada! Jimmy!
Is it Harvey? Yes. Ah, guck, es hat funktioniert. I saw you being shot in the leg with an arrow. What happened? Jimmy had set it up to fire when I opened the door. I had to go into A&E, get stitches and tetanus shots. When I got back, I couldn't find him. Rose said he was hiding in the basement. That gave me an idea. Es wurde eine Pistole erwähnt. Muss ich die Pistole jetzt suchen? Ich habe Dead of Night gespeedrunnt. 3 Stunden. Boah. Nice. Ich bin jetzt auch bei ungefähr der Zeit. Ich habe Pi mal Daumen die Hälfte. Laut der Prozentanzahl. Den rostigen. Habe ich den rostigen Schlüssel? Ein Lagerraumschlüssel. Ne, einen rostigen Schlüssel habe ich nicht, okay. Ah nein, du sollst nicht das Grammophon benutzen, sondern den Spiegel benutzen. So, halten wir mal kurz fest. Sie kann sich merken, was sie alles so in diesen Schubladen gefunden hat. Aber sie kann sich nicht daran erinnern, was so ein Geist ein paar Sekunden vorher gesagt hat. Ja, es ist irgendwie ganz weird. Ja. 206. Ich weiß aber auch, was wir schon gefunden haben, aber ich weiß nicht, wo es ist. Wenn ich sehe, weiß ich, ich hab's. Oh, du fick dich doch. Geh nicht wieder ins Bad. Mir hat das Bad daneben gestellt. Es macht schon technisch gesehen Sinn, dass das Bad an der Seite ist, aber trotzdem. 205. Manchmal ist Jimmy echt sneaky und manchmal ist er echt laut. Der weiß auch nicht, was er will. Ja. Oh, guck mal, ich habe was Neues. Das ist ein Foto vom rauchenden Hotel gefunden. Treppe Etage 3. Lass dich bloß nicht erwischen von dem Blut. Ich bin auch in der 105 und ich bin in der 106. Oder Bad. Irgendwie passt das mit den Bädern. Ja, schon irgendwie. Die mag ich nicht. Aber es ist die 104. Bin hier falsch. Mir die falsche Zahl gemerkt. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf 205 gekommen bin. Das ist eine Zahl daneben. Die 106 war vorne, Richtung Fahrstuhl. Oder? War das das hier? Nee, das war die 1. Ja. Dann war das die 206. Hier war ich da auch schon drin. Oder ist das immer nur der gleiche Schrank? Ich bin verwirrt. Deadlock-Schlüssel Zimmer 206 gefunden. Da. Einen alten rostigen Schlüssel gefunden. Schöne Katzenmacher, ja. Ui. Oh, in welches Zimmer musste ich jetzt gehen? Moment. Jetzt kann ich ja mit dem Kompass mal gucken. Weil der Chat schreibt, wegen Katzenwache, das erinnert mich an etwas. Weißt du, wo wir da dieses Backroom-Spiel gespielt haben, wo die Smiler uns die ganze Zeit gecampt haben, ja. Ich mich dann irgendwann da im Schrank versteckt habe und ich die einfach immer hergepfiffen habe. Ja, das hat ja funktioniert. Das hat funktioniert. Is someone there? I can hear you. Oh ja, es ist immer Harvey. Es ist immer eine Person, rafft das doch. Yeah, it's Harvey. What are those rusty old keys for? Was there a fire at the hotel? Das ist eine Leine? Yeah. Ah, ich habe keine Ahnung, worauf das jetzt hinausläuft.
Oh, ihr zwei Idioten. Ihr zwei Idioten. When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys? Well, if Jimmy wanted to hide down there, I thought he must like it. Ich kann mir nicht denken, worauf das hinausläuft und das gefällt mir nicht. Ich hatte auch eben Brandstiftung ganz am Anfang als Idee, aber da war ein Mörder hinter mir her. Die zwei Idioten, die spielen sich gegenseitig viel zu dolle Hassstreiche. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ab in den Keller. Lass nicht der... Oh, nee, hier komme ich nicht schneller. Komme ich genauso schnell zur Feuerleiter. Nee. Fahrstuhl, das war das Wort. Ich wollte schon sagen, ich habe ewig wenig viel von Jimmy gehört und dann sucht er. Geh mal zur Bühne im Erdgeschoss, okay. Gehen wir da erstmal hin. Ist da was Neues? Da war ich ja auch schon, glaube ich. Da konnte ich nicht weiter. Die war hier. Ja. Kann ich hier hoch? Nee, ich kann mich nur drehen. Da guckst du auf die Bühne, okay? Warte mal. Da muss ich so. Oder von hier drauf gucken. Ich glaube von der anderen Seite, ich glaube, du musst da gar nicht hinten. Sollte ja aussehen, dass der Reihe auf die Bühne drauf gucken, glaube ich. Ich kann ja nicht weiter nach hinten. Ach so. Ach, guck mal da. Dann noch in die Mitte. Ach ja. Oh, wir kriegen eine Show. Die wir nicht sehen wollten. Behold! I am the great Hugo! Vielen Dank für den Abo. Das war ja Timing des Todes. I am the light which illuminates the dark. Oh, lol. I alone am master. Jetzt habe ich Tanz der Vampire Flashbacks. Ich kenne Tanz der Vampire nicht. Aber das sah cool aus. Oh, lol, wir haben irgendwas genommen, was uns echt nicht gut tut. Ja, die Show von Hugo. Wir haben den Whisky gesoffen. Wir haben gesagt, wir gönnen uns jetzt. Es ist eh vorbei. Du hast den großen Hugo. Wir haben den großen Hugo gesehen. Welch eine Ehre. Der große Hugo. Der die Videos schneidet. Der satte Hugo. Oder der hungrige Hugo. Shout up Just in Time. Yay. Shout up for a Horror Game. Ab in den Keller. Hinunter in die Tiefe. Welch Ehre, der Hugo, der den unglaublichen, den wahrhaftigen, den einzig wahren Hugo gesehen. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, wer hier Brandstiftung macht. Entweder der eine Idiot oder der andere Idiot. Soll ich das angucken? Anscheinend nicht. Wenn es waren Schlüssel. Ich die Tür angucken. War ja, hier vielleicht? Ah, you can stay in there for the night, Jimmy. I'm ready to go. Ehren-Hugo, ja. Ehren-Hugo. Hey, mach's Licht wieder an. Ich seh doch nix.
Dankeschön. Guck mal, die hören alle auf mich. Mach das Licht wieder an. Is someone there? Das bestimmt jetzt die Fotos. Is someone there? Keiner da. Erdgeschoss. Ja. Ah, nein. Obwohl, wir können auch Treppe. Nee, können wir nicht. Wir haben keinen Schlüssel. Das Fahrstuhl fahren. Ah, jetzt Fahrstuhl im Bus. Boah. Was war das denn? Das war irgendwie ein verloren gegangener Schluck auf. Das war ein Hochstößer. Okay. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Hello, Harvey. I saw you locking Jimmy in the basement. What happened? I wanted to give Jimmy a dose of his own medicine. I thought he couldn't do any damage down there. Was glaubst du? Ja, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Nobody realized how far Jimmy would go to get attention. Leute. Wer hätte damit rechnen können, dass Jimmy das anzündet, wenn er eingesperrt ist? Er war doch sonst immer so rational. Harvey erkannte, dass Jimmy verrückt war. Kollege, das hast du jetzt erst erkannt. Nicht nachdem er den Hasen getötet hat. Nachdem er den Doktor angeklagt hat. Eventuell vielleicht mit falschen, gefälschten Zeitungsartikeln. Nachdem er dich angeschossen hat. Erst dann, wie er das Hotel anzündet, dann merkst du, der Typ hat sie nicht mehr alle. Die sind alle auf den Kopf gefallen, kann das sein? Ja. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich nochmal in den Keller wahrscheinlich. Ja, guck, ich muss noch in den Keller. Da ist irgendwas im Wasser. Die sind doch auch nicht mehr normal. Plot Twist, ganz am Ende. Jimmy ist auch tot. Is it Harvey? Who is that? Hier besser? Is it Harvey? Minuten Ruhe und jetzt macht er wieder Katzenwache. Yeah, it's Harvey. I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? We managed to contain it before it got out of hand. Oh, photos and letters and everything were down there. It all went up in flames. Jimmy was out of control. I'd had enough of him. I wanted him gone. Jetzt brauchen wir die Pistole. Ja, Chat auch Pistole. Hey, in welchem Raum haben wir die Pistole? Also ich hatte jetzt keine Ahnung. Ich sag einfach mal zweiten Stock und gehe irgendwo rein und setze den Spiegel an und der sagt mir, ich muss in den ersten Stock. Lager kann ich ja nicht. Okay, der ist nah. Ja, er hat auch gesagt, er sieht mich. Oh. Ey, ich wollte gerade da reingehen. Harvey.
Ja, aber hier kann ich mit dem Spiegel. Spiegel erstmal einsetzen. Oi. Der hat dich echt gern. Der will unbedingt bei dir bleiben. Ja, toll, erster Stock. Ah, ich muss jetzt das Grammophon finden, deswegen sagt er mir erster Stock. So, kann ich hier drin vielleicht... Nee, ist ein Lager, kann ich den Spiegel auch nicht einsetzen. Oder? Doch. Es ist zu früh, den Spiegel wieder zu benutzen. Oh, das finde ich jetzt noch nie wieder. Der hat dich halt echt lieb. Der wird unbedingt bei dir bleiben. Hier ist so ein starkes Parfum drauf, das riecht. Wo 109? Wir müssen bestimmt noch die Mom oder so machen. Ich wette, die ist auch tot. Und Harvey ist bestimmt auch tot. Sind alle tot. Vielleicht ist Maya auch tot. 209, das ist viel zu viel. Hey, da komme ich nicht rein, oder? Das ist ein dunkles Lager. Okay. Und 21. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Kann das sein? Anscheinend. Das ist die 8, dann ist das die 9. Ja. Sie geht bei mir weg und kommt dann wieder, als sie hier eine Pfanne ist. Achso, das hatten wir ja schon. So. Ja, nein, die Pistole. Haben wir hier noch was drin? Noch ein Spiegel. Den Spiegel haben wir irgendwie nie verloren. Wir haben jetzt bestimmt schon 5 Stück gefunden. Was ich mich frage, wenn man die Stockwerke wechselt, wo Jimmy auftauchen kann, braucht er dann irgendwie eine gewisse Zeit, um auf das Stockwerk zu kommen, oder ist er immer gleich da? Keine Ahnung. Ich muss die Treppe laufen. Ja, in den Keller kommt er ja nicht. Oh, das wäre unfair, wenn er im Keller wäre. Mhm. Sollte das gehen? Halt. Wo ist hier vorne? Is someone there? Is someone there? Nein, das war... Ich hab... Is anyone there? Zehn Sekunden, dann erscheint Jimmy. 10 Sekunden, okay. Is it Harvey? Na guck, der rennt die Treppe runter. Der hört den Fahrstuhl und rennt sofort die Treppe runter. Who does the gun belong to? It was mine. Belonged to my father. Still had a few rounds with him. When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the gun? Ja. Yeah. Wer hätte es gedacht? Ja, anstatt er die dann einfach vor die Tür setzt oder so. Nee, ich erschieß den, das ist viel logischer. Ich habe irgendwie gehört, dass da alle ein bisschen durchgeknallt sind. Ja, alle einen Schlag, den wir gehört, ja. Entweder hat er sich selbst erschossen damit, weil er aus doof war oder so. Oder Jimmy hat es geklaut, was weiß ich. Gehen wir mal wieder in den Es muss aber wohl einen Notausgang geben. Oder gibt es in Amerika gesagt, keinen Notausgang? Dann wäre das Spiel ja innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Ja. Deswegen dürfen wir auch Jimmy nicht erschlagen. Dann wäre das Spiel ja vorbei.
Brandstiftung hatte Jimmy ja auch gemacht. Das war ja auch mein Anfangsvorschlag. Wie wir den Wodka und den Terpentin gefunden haben. 220 ist in diese Richtung. Oder? Nein, andere Quatsch. Richtung. Ja, wir wieder. Jimmy, was soll das? Seit wann erschlägst du einen am Fahrstuhl? Ich muss erst mal wissen, wo ich lang muss. Du musst mir schon Zeit geben, mich zu orientieren. Das hat so keinen Sinn in unserer Beziehung. Verstehst du das? Jetzt 202. Ich will runter. Jimmy, wir müssen echt mal miteinander reden. Wir müssen da intervenieren. Das hat so keinen Sinn. Das haben viele versucht, mit ihm zu reden. Hat ja viel gebracht. Na gut, wenn die so mit ihm reden wollen, kann ich das verstehen, dass das nicht gebracht hat. Der Psychiater hat anscheinend Scheiße gebaut. Der ja, am Ende hat der Psychiater selber einen Psychiater gebraucht eigentlich, ja. Na gut, das kommt oft vor, aber der war ja auch so ein bisschen... Der Psychiater ist mir echt suspekt. Bin mir noch nicht sicher, ob der einfach nur einen Zeitungsartikel gefälscht hat oder ob der halt einfach ein echter Zeitungsartikel war und der echt Dreck am Stecken hatte. Ich hab noch nicht so ganz verstanden. Aber ich weiß einfach nicht sein Fachgebiet. Ich rede nur wieder im Kreis, oder? Kann das sein? Ah, hier, Fahrstuhl. Der erste Stock. Wenn du Jimmy erschlägst, brauchst du ja immer noch den Schlüssel. Stimmt, ich brauche noch irgendeinen Schlüssel. Das habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Da war ja was. Ne, den werde ich ja irgendwo finden. Haus verliert nichts. Jimmy knebeln und fesseln. Am Ende gefällt es ihm noch. Ich habe ja Draht. Ja, bestimmt noch irgendwo Klebeband finden. So. Neuer Versuch, 220 zu finden. Der liegt im geheimen Keller rum. Okay. Den kriege ich ja eh erst zum Schluss. Den Schlüssel für den Geheimkellerraum oder so, keine Ahnung. Das ist ja die Tür, die ich auch trinke. Okay, 220 war's. Ich weiß nicht, warum ich bei Geheim und einfach Geminin lesen wollte und war komplett verwirrt und denkst, das kann so nicht richtig sein, das kannst du nicht sagen. Das war die Richtung. Der Zwillingskellerraum. 220. Gott. Ach, jetzt auch noch du. Ich dachte, das wäre Jimmy. Out of my hotel. This is my hotel. Get out of my hotel, Jimmy. Wait, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Er hat auf uns gezielt. Wir sind ja immer aus Jimmys Perspektive. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen? Oder will er seine Marvin schießen? Aus Rache? Weil er keinen Bock auf Jimmy hat? Is it Harvey? Yes. I saw you with a gun, practicing with it. What were you going to do? I don't know what I was going to do. Threaten him, get him out of the hotel. The problem was, I didn't realize he was going to be armed too. Ein Wunder, er war auch bewaffnet. Wer hätte das recht? Wer hätte damit rechnen können? Ich weiß ja nicht. When you said you didn't realize Jimmy would be armed too, does that have anything to do with what you said about the dagger? Er hat ein Messer zum Schuh. Even a dagger. I never learned my lesson. Jimmy was always one step ahead of me. Und Jimmy kam mit Messer zu einer Schießerei und hat gewonnen. Das sind Punkte für Jimmy, das ist mir schon klar. Mhm. Hey, wer kommt mit dem Messer zu einer Schießerei und gewinnt? Ja, Jimmy anscheinend. Hinter der Bühne, okay.
So geht das Sprichwort aber nicht. Ja, okay. Jimmy ist halt anders. Der ist vorbereitet. Und leider schlau. Der muss, ja. Oder schlagfertig. Oh Mann, er kommt mit dem Dolch und der Typ hat eine Pistole und hat anscheinend trotzdem den Kürzeren gezogen. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Oh, ich dachte doch irgendwann, was passiert beim Fahrstuhl was? Oh, ich sag doch, beim Fahrstuhl passiert was. Ich weiß, dass es passieren kann, aber man erschreckt sich trotzdem immer. Ich hab mich auch tierisch erschrocken. Die ganze Zeit denke ich dran. Und dann steht da jemand. Sie bei Resident Evil mit so einem langen, dunklen Gang. Ewig lang passiert nichts und dann, wenn du mal nicht dran denkst, dann springt dich irgendwas an. Ja. Die haben auch mal das Timing raus, das ist der Wahnsinn. Jimmy! Jimmy! Das war die Halsschlagader. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw you being stabbed backstage. What happened? Jimmy crept up behind me. I didn't see him. Jimmy always won in the end. Ja, Jimmy ist besser vorbereitet, Leute. Ihr müsst besser planen. Und durchziehen. Stuhl in der Ecke. Du hast Harveys Geschichte vollständig. Yay! Sag mal, Stuhl. Cool, Harvey, guter. Cool.